Computer.
Yeah, you're right.
So maybe keep one for so. Was geht, Jojo? Ja. Ich glaube noch so einer.
Oh, no. Ja. Ja. Ja.
Wie habt du und Feldmann letzte Woche gespielt? Wir haben seit Ewigkeiten nicht gespielt. Nee, aber wie habt ihr beide so performt? Ich bin Dritter geworden, ja, Fünfter. Und wen hast du so besiegt? Zweimal Jan, einmal Magic. Fair enough. Und Paula hat nichts gespielt, glaube ich. Wer war nochmal Strike One? Er ist auch schon mal gespielt. Der war vor. Hallo! Ja, ich muss dich noch entfernen. Vor. Ich bin klein? Ja. Tiny. Bist du noch gestresst? Sehr. Ist das nochmal besser? Bisschen, vielleicht. Ofis. Brexit. Oh no! No. Oh. Ja! Nehm mal Ferris mit. Du bist seriös weiter an meinem Zeug. Nice. No way. I don't know, man. G-Pipes, Marley, or do you beat me? Do you beat G-Pipes? I think G-Pipes is not as good as his first appearance in the Maiden movie. Please, thank you. I thank you. Animal rights. Alter, ich hab kein Gehirn zum Sieden gerade. Ich hab mich mal nach über dich gesetzt wegen diesem einen Turnier, wo ich zweimal Punchen besiegt habe. Ja klar, also du bist sowieso besser als ich einfach. I don't think so. Ich glaube. Vasek, Niki, keine Ahnung. Ich glaube, Geldmann ist Nummer 1. Geldmann, ja, Nummer 1. Geldmann ist Nummer 1. Ja. Oder? Niki? Paule über dir, ne? Ja, Niki stimmt zu. Rein damit. Rein mit dem CD. Unknown error has occurred. What? Smash GG ist gerade gestorben. Wir müssen Paper Bracket spielen. Ist es wirklich nur Smash GG? Ja, ich habe auch gerade geschaut auf Twitter lädt. Hä? Hä, das was? Fake News. Ja, das war hä, guck, das geht nicht. Oh no. Jonas! Hilf mir mal bitte. Nein, komm mal bitte. Jonas! Fuck's sake, Jonas! Help me! Komm jetzt! Ich weiß nicht, was dein komischer Linux-Laptop macht. Wie mache ich denn hier ein Dings? Ich will halt ein Hard Reset machen. Ich will einfach nur ein. Das lädt nicht. Ich will einfach nur ein. Wie heißt das denn? Das
lädt nicht. Ich will einfach nur den Cache resetten. Aber hier passiert. Ja, Steuerung der Shift eigentlich. Das ist halt Chrome. Ja, aber wie mache ich denn hier, wie heißt das denn? Anonymous Mode? Shift, Steuerung, Shift. Ah, hier, jetzt habe ich. What the fuck? Warum ist alles so komisch? So. Ah ja, irgendein Cache ist geplatzt. Geil. In Privatdings geht's. Fick, Smash BG. Ich brauch nur einen. Da ist doch. Berlin-Mile oder ist egal. Das ist beides Admin. Ja. Ich mache einen Challenge Bracket. Geht das immer noch nicht? Nein. Error Type. Geil. Thank you.
Okay.
mal, es gibt 6. Ah ne, es gibt 7. 7 Runden. Ah ja, okay. Dann. Da steht irgendwie, dass eine Funktion nicht verfügbar ist oder so. Das ist so. Ja. Achso, warte mal, kannst du mal in Challenge gehen? Ja. Und die erste Runde. Ich will nur sehen, stellen, dass man die Seeds am Ende noch sieht, damit wir das nachstellen können. Strategy. Ja, sie kommen hier sofort. Ja. Ja. Thank you.
Weil es steht 2-0, aber... Ja, es ist ein bisschen lauter, aber es ist nicht. Okay. Wurde öfters gemacht. Wie gut ist dein Sieg halt? Sehr gut. Ganz toll. Also gegen Spacey ist er ganz gut. Der hat auch letztes Mal Games von mir geholt. Nein. Bei irgendeinem Jedo hat er irgendwie drei Leute besiegt, sofort unerwartet. Also am allerersten. Und danach hat er aber immer gebastelt. Der hat beim ersten Mal, glaube ich, nicht was für sich. War auch klar. Okay. Ja, ich habe irgendwie nix Trash und so und Maxi und in, also ich weiß nicht, ob das so rum war, aber da bin ich mal zwei Leute besiegt, wo wir so, wow, nee, Jan nicht. Jan verliert nicht gegen Mark. Ich auch 100 Euro. Außer einmal im Jahr gegen Bob Target, so zu Weihnachten. Wo Bob Target richtig abgeht, ja. Zweiter wird oder so. Ich glaube, da hat er gegen mich und Maxi gewonnen. Niki, Dom und Maxi, und dann bin ich hier noch die Fünfte. Ja, lass machen. Ja, geil. Ich würde sagen, wir warten. Oder Jonas, sollen wir uns süßen? Eigentlich Paul und ich, ist auch immer Spaß. Ja, das ist immer Spaß. Macht am besten. Ja, dann macht's halt, mein Gott. Eben. G-Pipe ist der Mond in Berlin auf jeden Fall. Ja, ist das Bruder, der ist aus Toronto, glaube ich. Und Flippy? Ja, ja, der war schon ein paar Mal da. Und Flippy ist aus Schweden, aus Stockholm. Ne? Okay.
Ah, nee, andersrum. Good job.
I have a little headache. Yeah. And my winner's journey is over. Sad. You must submit. Huh? What did I do? You need to submit. You what saw what the did start. I click? Start match. Oh, okay. Yeah, sorry. Meh. I just clicked the blue button. Such like a monkey. Just the colorful button. Ja, aber ich meine,
es ist halt auch, ich habe das Gefühl, es ist halt nie so weit weg, so, weißt du? Ich habe das Gefühl, du könntest es genauso gewinnen. Ich finde es nicht so super eindeutig. Ich weiß nicht, was du meinst, aber war hart. Ja, wenn so, keine Ahnung, wenn mein Punisher irgendwie so... So ewig vom Punisher, der Stock auf einmal schmilzt, dann ist es halt irgendwie, ja. Ich dachte doch, D-Game wäre gewinnbar, aber dann war mein Stock auf einmal weg. Oh ja, true. Der eine war halt auch voll ewig. Wurde so offstage gekommen und so, naja, egal, mach ich jetzt, mir auch egal. In den Facebook in Winner Series. Nicky. Viel Glück. Danke. Oh, das zweite war Yoshi, ne? Genau. Die letzte Station. Keine Objekte, nur Fuchs. Letzte Station. Jetzt machen wir noch schnell in den Loser's Bracket. Pfirsich gegen Fuchs. Ricker läuft Ofis gegen Marlin immer noch. Animal Rising. Ja, ich weiß. Gegen Marley wahrscheinlich, ne? Ja, die spielen da.
Rücken? Ha? Was für Rücken? Nee, ich bin nur müde. We could do a commentary, innit? Sup? Gegen wen? Gewinner von Marley und Opus? Scheiße. Oh, Jojo! Jojo ist on stream. Ich wärme mich mal auf. Willst du auch mal aufwärmen? Ja! Ich habe 3-0 gewonnen. 2 gewonnen. Ja. Dein erster Win, oder? Mein erster Win, ja. Oh, danke. Ja, danke. Dann musst du gegen mich. Ja. Seitdem war Pinkpats erster Win in seiner Karriere. Nein. Marley Opitz ist vorbei. Und? Opitz hat gewonnen, aber ich weiß nicht, wie. Oh. Opitz, wie viel hast du gewonnen? Hm? 2. 3-2. Was macht sich? Gehört jetzt zu den Bestimmern für Maskenzeug und sowas? Wer bestimmt eigentlich so Sachen, wie dass man hier Masken tragen soll? Seid ihr da dabei? Oder? Also die Regel war, wenn eine Person sich uncomfortable fühlt, wenn Leute nicht Maske tragen, müssen alle Maske tragen. Das haben wir in der Community beschlossen. Wenn alle da dann keine Maske zu tragen. Jetzt haben wir aber eigentlich von vornherein Masken doch getragen. Ich habe halt beim ersten Match gerade gemerkt, ich konnte nichts sehen. Ich musste die absetzen. Ja, das ist mit Willen scheiße, ja. Mario hat dann zum Glück zugestimmt. Ja, also tendenziell, also haben das wir halt. Das ist echt einfach ein unfaires Handicap. Im Brille sagt es schon, ja. Ich meine, sonst hätte ich meinen scheiß Anti-Beschlag-Zug auch dabei gehabt, aber ich habe es heute im Auto vergessen. Super gescheit. Ich mag diese Entscheidung nicht, dass Animal Rights auf FD gegangen ist. Nee, weiß nicht. Ich finde, man kann es probieren. So. Du musst mir gegen Maxi gehen. Welchen Maxi? Lil Rosenlauer. Was ist das für ein behindertes Bracket? Hey, sowas sagen wir hier. Vor allem nicht von Stream. Ist doch so. Macht doch ja auch keinen Sinn. Hey, doch, das macht Sinn. Ja, doch. Du bist halt unter Geld, Junge. Unter Geld, Junge. Ja. Das macht Sinn. Naja, Winnerside ist halt... Wo bin ich denn? Ich sehe mich überhaupt nicht im Bracket. Du musst gegen Gorf. Ich hab doch verloren. Ich dachte, du hast gewonnen. Ich sag doch, natürlich macht das keinen Sinn, was redet ihr denn? Ja, nein, du musst nee, ich dachte, du hast gewonnen, vielleicht. Ja, so. Nein. Nee, nee. Ja, ich hab's auch verstanden. Du musst gegen Gorf, ja. Aber nett von dir, dass du auch denkst, ich beschwere mich, wenn ich gewinne. Consistent. Es gibt, das macht ja Sinn. Viele machen das so. Ich beschwere mich auch immer, wenn ich gewinne. So. Dennis, ja. Hier bist du schon mal mit dem Maskenplan da. Ja, also ich bin, also wir haben halt gesagt, dass wenn einer will, dass wir Maske tragen, dann tragen wir einfach Maske. Also heute haben wir es doch irgendwie von vornherein einfach gemacht. Ja, weil ich immer will, dass wir Maske tragen. Also das ist doch, das liegt ja immer an dir. Also, hat er genau, wir haben halt gesagt, wenn... Ja, es haben ein paar Leute in der Gruppe gesagt, die mitreden.
Aber so die Regel, die trotzdem auch selber halt, wenn eine Person das will, dann machen wir es halt für, also machen wir es halt als Community geschlossen, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Das ist halt nicht wirklich. Also im ersten Match gegen Mardi konnte ich wörtlich nicht sehen. Das also wenn man nicht so einen Brillen kurz zu hat, was auch nochmal fast 10 Euro kostet und nicht ewig hält, dann würde ich sagen, das ist nicht schwer für mich. Haben wir Zuschauer, gucken Menschen zu? Wie viele Menschen? Ich gucke zu. Ja. Jojo guckt zu. Ja. Warum wir es schaffen? Eingeloggt, um kleine Arzt zu sammeln. Einige gucken uns dazu. Cyrick ist ja, das Commentary ist natürlich ein bisschen zurückgeblieben in den letzten Wochen, aber das ist okay, glaube ich. Wir hatten ja der Stream war ja auch zwei Wochen lang nicht da. Ja. Hat er ja Corona gehabt. Das war so traurig, dass du nicht da warst. Ja, aber. Du bist sonst immer so ein Staple, ja, also, wie sagt man das so? Ich weiß nicht, einfach so eine Konstante. Ja. Und wie geht's dir wieder? Geht, also halt noch husten. Hat man ja manchmal relativ lange. Ja, ja, voll. Ja, aber. Oh shit, Paul. Aber es ist halt anstrengend. Und bei dir? Ich meinte jetzt vor allem auch, weil du ja Corona hast und so. ich bin aktuell ein bisschen erkältet, habe aber schon getestet und habe keine Corona. Aber das hängt mich auch so ein bisschen. Yes, ich glaube, ich habe einfach. Alter! Aber ich fahre morgen im Urlaub. Das ist natürlich ungünstig mit ein bisschen erkältet sein, aber ich freue mich sehr drauf und von daher geht's mir gut. Wohin fährst du? Nach Südfrankreich surfen. Oh. Ja. Auch geil. Ja, es wird richtig gut. So an die Grenze zu Spanien, so genau da diese. Kurz vor dem Gebirge. Aber es ist auch ein weiter Weg. Dann, ne? Voll. Ich fahre hinzu mit einem Kumpel, der fährt auch, der will auch dort surfen fahren, lustigerweise. Das ist ein Freund von einem Freund von Dennis. Also so eigentlich im 8-Ecken. Ich hatte gar nicht, also ich hätte jetzt nicht so auf dem Schirm, oh Mann, aber wir haben so unsere Pläne abgewandt und haben so, ach, du surft auch krass. Und dann war dann so, ich würde dieses Jahr auch noch fahren, ja, ich auch im September. Und dann waren wir quasi wirklich am selben Wochenende los und in die gleiche Richtung. So. Deswegen ist hinzu, werde ich das Jahr mitgenommen und rückzu fliege ich dann. Das ist zwar nicht ideal, aber es kostet 50 Euro etwa mit Gepäck. Und dauert so 2 Stunden. Aber das geht halt 50 Euro. Ja, also wir fliegen voll, aber wenn du halt einen Zug nehmen willst, das habe ich die letzten Jahre eigentlich ganz oft gemacht. Kostet mehr. Das kostet fast 3 oder 4 Fahrten. Und dauert auch doppelt so lange oder so. 13 Stunden. Also es ist so, man hat nicht wirklich Optionen so. Naja, das Beste wäre halt Nachtbus. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Also man ist ja so im Süden von Frankreich, dass man, also ich habe einen Nachtbus da bis Paris genommen. Von Paris geht es relativ schnell bis Frankfurt und dann hoch nach Berlin geht. Aber alleine der Nachtbus bis nach Paris dauert halt gerade über Nacht und Tag. Also du fährst halt irgendwie abends um 8 oder 9 Uhr los und bis um 8 Uhr in Paris. Also wenn du da nochmal ganz durch, das ist schon. Ja. Ja, das Problem für mich ist halt, dass ich nie in Bussen schlafen kann. Ja, das ist bei mir eigentlich immer ganz gut. Ich kann eigentlich überall gut schlafen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber es ist,
ich weiß nicht, ich habe auch manchmal bei diesen langen Busfahrten irgendwie so, ganz oft ging dann halt irgendwie dann die Toilette nicht oder man wurde halt aufgewacht, weil es halt Halte gab, wo dann einer raus wird, aber dann ist man vielleicht wieder eingeschlafen oder sowas. Das war irgendwie immer, also ich fand es immer ein bisschen anstrengend, zumal ich so oft schon Fahrer so quasi beim Einschlafen beobachtet habe von so Bussen, das finde ich so gruselig. Also ich fahre es auch, aber ja, war jetzt nicht so mein Lieblings. Aber jetzt spielt auch gerade Dennis gegen Niki. Ja. Was halt Dennis ist natürlich klarer Favorit an der Stelle. Niki spielt auch in letzter Zeit nur noch Fox, soweit ich weiß. Ich habe ihn auch lange keine Eis mehr gespielt. Ja. Nee. Ja, sein Controller funktioniert jetzt wieder besser, deswegen. Schön. Gut gezieltes Job auch, Mensch. Ja. Ja, kann es sein, dass der First Stock für ja. Andreas geht? Oh, okay. Na, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube ja nicht. Schade. Oh, er lebt noch. Immer die Frage, wo ist mein Handy? Ja, Dead Even, ne? Ja, obwohl. Oh, schöne Kombo. Also, Niki muss da halt wirklich ins Auge schießen, sonst kommt er nochmal zurück. Ah, schade. Schön. Sehr gut gemacht. Aber der Trade ist halt immer gut für Niki, weil der immer zum Center drauf. Ja. Leider reicht das halt nicht. Nein, das reicht nicht. Aber ich habe das Gefühl, wirklich habe ich ganz gut Gefühl, glaube ich. Also nicht ich als Heide, sondern ich. Als Schwitzker. Ich als Heide, ich als Schwitzker. Aber das bin ich heute nicht. Ich bin heute ganz entspannt. Du schwitzt heute nicht. Nee, ich schwitze heute wirklich gar nicht. Na? Na, interessantes Mensch, oder? Komplett, ja. Reporting to base camp. Sub. Now you don't for you. Ganz picked cut. Ja. Yeah. Game, yeah, so. Yeah, you got this last win today. Ja. Ja, it all. Let's aber go. Ja, aber zwei Socks. Ja, finde ich schon. Also ganz am Anfang hatte Dennis aber ein Lead. Ja. Also in den ersten Sekunden. Fast den ersten Stock holen. Ja. Und entweder Niki wird jetzt warm oder Dennis gleich ist jetzt schnell raus. Das ist jetzt gerade, aber ich weiß, es kommt immer wieder landet richtig hier. Ich finde es voll geil. Hey, Franzi. Hi. Ich bin gerade nicht so Heidi wegen. Ja, ich hatte nur kurze Sachen, wenn man kalt. Das habe ich nicht verstanden. Selbstwertiges Wasser auf jeden Fall und es hört gar nicht auf. Das
bisschen zu kurz für Wildzeit. Das kann ich mit meinem Controller nicht. Das ist so. Das geht mir auf Top-Level. Obwohl mit UCF ist es so viel besser als früher. Ja, aber mein Controller ist nicht zu retten. Muss ich, wenn. Achso, Anni hat auch schon probiert oder so, ne? Oh, das war ein Fan. Ich hatte den da irgendwann aufgeschraubt und wieder zugeschraubt und da war das halt ein bisschen anders, wie es sich verhalten hat. Ja. Okay. Der Niki war immer sehr gut darin, wie er dort ist. Und jetzt hat es doch fast geklappt. Oh, und das war der. Die Reaktionen. Oder ein Educated Guess einfach. Und ein untypischer Stuck-Diver-Schild anscheinend. Wie der Down zu nehmen. Dennis kriegt die Smash die Eis nicht. Niki lungert ab. In Central Stage, das ist ein guter Ort. Und das Bescheid und natürlich noch den Listen. Ja, das hört nicht auf. Und das ist ja. Oh mein Gott, aus dem Schild. Und es ist so schön zu sehen, wie er dann resettet, wenn er merkt, okay, jetzt gibt es einen Tech-Chase und er will einfach nicht breathen. Dann resettet er einfach und versucht dann, die Hilfe nochmal zu gewinnen. Und das ist ihm, ja, das ist ihm lieber als irgendwie zu viel zu committen und irgendwie halbherzig irgendwas zu probieren. Ja. Also Niki immer noch den gleichen Action. Und Niki kann sich das dann halt erlauben, einfach so im Schein stuck zu bleiben. Weil das passiert halt so selten, dass es halt auch so unerwartet kommt. Und ja. So her sein. Flippy Male. Thank you.
Wunder Sammy ist Parsec gegen Mali. Mali hat gerade eben gegen Maxi gewonnen. Mit einem 3-1. War schon krass. Thank you.
Ah, ich bin mal auf die Beine.
Jungle, danke für den Sub, Digga. Bist echt krass. Wie geht's? Ja,
schön zu Hause angekommen. Geht das schon 2-0? Maxi on 3. Ja, sorry, ich hab's nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit draußen, weil ich hab richtig krasse Kopfschmerzen. Und mit Maske, das hat echt kacke sowas. Ja, danke schön. Thank you.
I am disappointed in the, like,
people not speaking English in shops and stuff. I thought they would be better at doing it. Yeah. Maybe I'm just doing that. And if you consider that like Berlin was the best city at that time, you don't know what's about to happen. Well, I expect a little bit better. Well, it's probably generally older people in the house. Yeah. I mean, there's obviously older people who are with the games. Dann muss ich gegen Dennis weiter. Ich bin junger, oder? Jonas ist mal 3-0. Ja, ja. Achso, das ist ja. Also Mario. Ich hab auch jemand anders gewonnen. Der war auch schnell. Der große Typ mit den Tattoos und so. Meinst du den Juggler? Ja. Der gerade im Chat ist. Ja, das war cool. Ich dachte, das wurde schon angeschaut. Marley Forstadt, take my friend. Hey, fuck you. Also, if you want to have Wi-Fi, we have your Wi-Fi. My 4G here is so bad. Yeah. It's insane. It's a burden. It's Germany. Germany. But I think it's my provider. Yeah, but Germany sucks. Okay. Well, we just have Uber and Smash. Yeah. Berlin, Bene. So organized. Yeah. We are not like one. The best part here is we have not only one makes all the stuff, we make it all together with the community. We don't even have a screen. We don't even have a screen. Fuck off. No one else? Here we go. It's regular for the stock. Survive. No, it's. Yeah. We're like very tired.
Thank you.
Game 5. Das ist vorbei sein.
Krasses Set. Oh nein. Wäre halt wirklich krass gewesen, wenn es das gewinnen würde. Weil das wäre, glaube ich, erste Win in diesem. Kann sein, er hat zumindest länger nicht mehr gewonnen. Hm? Er hat länger nicht mehr gewonnen, auf jeden Fall. Ich glaube, neben Silvester gar nicht.
Ja, 7-3 Rekord für Maxi. Um mir die. Yeah.
Thank you.
You want to have a break? Ah, yeah, just like a minute. Yeah. Still in. Mario und Jonas? Hier ist Mario und Jonas. Hey, du hast kein Feuerzeug dabei, oder? Vielleicht? Das wäre super dunkel, denn das hat mein Schlauch. Yeah.
finde halt krass, dass G-Pipes nicht so konsistent ist. Hat der, gegen wer hat er verloren in Winners? Gegen Nicky. Ja, ja. Ja, aber trotzdem. What you gonna do? Ja, aber halt die letzten Skate-Sets, also die letzten Turniere. Das ist halt ziemlich. Ja, er ist halt besser mit dem Sword. Ja. Aber das Big Sword ist schlecht gegen das Little Frisbee. Nee, im Moment sieht es gut für ihn aus. Im Moment. Im Moment. Oh, schöner Couch-Dance. Magst du eigentlich als ICs neuerdings das Frozen Stadium mehr als FD? Hä? Magst du eigentlich als ICs Frozen Stadium mehr als FD? Ich find's voll cool, aber nicht besser als FD. Ja. Also ich finde halt Unfrozen Stadium so wacky. Ich find's aber cool als ICs. Unfrozen? Mich stört halt immer diese, wo die anderen Stages sind, dass man halt nicht so gut an die Ledge kommt mit Dash. Was meinst du? Dass man halt, oh, der Frozen Light, 1, 2, 3, 7. Sogar relativ solide gegen Art auf dem halt. Oh, der Rest! Okay. Signed up for letter? Yep. Paid concept, and now the only person in queue is the same person. Okay, I'll queue up. I have to queue up. You can finish eating first. Okay. What is this? You want to try it? It's a German scratch. No. So, like Turkish? There's no cheese or anything. It's not pizza. I think I saw that walking past the restaurant. I think I saw that at all Turkish. Never heard of it. It's just bread. Mm. Bread and bread. Meat. Love bread. Bread's pretty good. What are you doing in I'm here for like an art conference. Conference festival thing. Art conference? What kind of art? Pictoplasma. Plasma. Okay. It's not really any specific type of art. Mostly animation. Cool. Is that what you do for work? Yeah, I'm a 3D artist at a video game company. Oh my god! Neat Corporation, a really small one. So. You guys do indie stuff? Or? Yeah, VR indie stuff. So here until Sunday. Sick, yeah, we have to do something else. Come on, take care! So this Cruisy Puff. Yeah. Yeah, it's frozen there. Classic. Woo! Hit him with the damn sword. Hast du schon Frozen Light gesehen? 1, 2, 3, 7. Ich will Frozen Light haben. Was mit Frozen Light? Oh, Puff? Ja, auf FD halt. Inicate Puff. Oh my! The Naked Puff. The Naked.
Frozen Knight ist da. Oh, der spielt immer noch. Oh. Oh. Ist das Sleepy Hollow? But is Lil Fruzy up to me? Too old. Yeah. Are you using the Sleepy Hollow thing? Huh? Are you using Sleepy Hollow, like auto thing? I make it myself. Oh, nice. Looks really, good. Have you heard you? Stockholm. Thinking about studying in Sweden. It looks expensive. Avoid the smaller cities. Yeah. Oh. Why? I mean, there's nothing to do. Okay. It's just forest. I like forest. There's no forest. Yeah. They do. But also, there's like no big. Like, I mean, if you're going to like the university or something, they are not in the small cities. Okay. So, do you know the other three? Which one of them? There's more than two? No, I don't really know any of them. You don't know the Pikachu? No, we had a tradition like during 2016-17 that every tournament we went to we would win a match. And I won every single one, but now he's better than me. So. Which would that be? Yeah, Pikachu. Oh, the so you know. No, not really. There are three Flippies, right? Yeah, three or four. At minimum. Okay, let's hope it's you. My phone is charging over there somewhere. You have to check it. Gegangen und hat mein Feuer geklaut. Oh. Sad. Ich klaut noch nach Hause. Ohne dich zu fragen. Ja. Badet im Wetter, da wurde mir gut verkriegt. Can I report a ladder match? No. Well, that's good. Did you know the Bruce? I heard about it. I heard the legend. But, before he played on Sam. Dude, 3-2. For you? Yes, that was the closest shit ever. Oh my god! Never want to hear anyone say that I'm again. Sorry? I never want to hear anyone say that I'm serious again. No, I was playing. I figured out the shield beats Yang Ling. What? Game 4. That was so sick. That was crazy. That was shaking. And the game 4? So, the PTS is 2-1. It turns out the shield is really good. The match. Because you can't grab. Yeah, but in the start to compete, not even gar kein Problem. Oh my god. Vor allem auch so Geld hätten. Irgendwie so nach Grundfläche zu kommen. So. Seit dem neuen Ausstieg wurden halt die Fähigkeiten richtig teuer irgendwie. He's down there too random and then Maxi light shooted and he's down there again and he tumbled into the classic. El Clásico. So when we have the G-Pipes? G-Pipe brings the hype. Yeah, no, you have to be magic to make that combo work. It's big fruits. Big fruits. Thank you. The stage skin is not the skin, it's just the consi background. No, Flippy's never is in background, I think. Not on the commentary. It's Mio Long and Magic. So, thanks for the follow, Kevin. I'm tired and drunk, so I'm not gonna talk that much. For the pleasure. You can commentate on Italian. Oh, e Fox muore, cade nella blast zone. Perché prova a fare Nair. Alright, that's the end of the Italian section of the commentary. Ooh, we tried to pivot grab. Man, also miss, known as the Magic. Man, I miss Nick Shred. I miss Nick Shred. Dude, Nick Shred is not here and I start playing like shit. It's I don't think it's a coincidence. But you must play against Nefuzi on the other side. What? You must play against... That's actually the Magic. I
lost that set like that, game 5 last time. Yeah. Yeah, some Fox Mods bullshit. Alright, I'm gonna play with pipes. Pipes against pipes. Now it's Parsec versus LeFus. Du weißt, wie man eine Box benutzt? Bin ich verarscht. Welches du meine Box spielen? Wenn man nicht tut, kann ich ja demonstrieren. Ich habe Wochen gelernt, wenn ich bemerkt habe, ich habe gar keine Star. Und habe meine Programmwort Ja, bei mir ist das Gute, meine Hand tut nicht so weh, wenn ich Bock spiele. Ich habe gar keine Hand. Und halt, dass meine Zuckung nicht wieder ist. Ja. Bei mir ist halt so, dass ich nicht mehr bin. Ich habe keine Hand, dass meine Hand nicht mehr hat. Das Ladder-Ranking macht null Sinn. Ja. Wann kommt Rank raus? Stell dir mal vor, es gibt einfach Star-GG Ladder für ganz Europa und das ist einfach Rank. Ernsthaft mal die. Zum Teufel soll denn das Ladder-Ranking funktionieren? Ich dachte. Sonst sah es immer so aus, als ob man für gewonnene Matches oder überhaupt gespielte Matches auch schon Punkte kriegt. Das ist klar. Ja, jetzt habe ich 2 voll knappe Matches gehabt und bin so den ganzen Rang runter. Ich weiß halt nicht, ob das zählt, gegen wen man spielt. Ja, das würde halt auch keinen Sinn machen, weil ich habe gegen Magic gespielt und ich glaube, der ist ganz weit oben. Und dann... Okay, Alex hat ja auch eine deutlich größere Mailbox. Aber es ist trotzdem nicht alle. Irgendwie ergibt das erst keinen Sinn. Könntet ihr da irgendwas einstellen oder so? Nee, eigentlich nicht so richtig. Außer halt die Cooldown, gegen wen man spielt. Das ist halt echt ein bisschen vorgebrennt, man einfach bestraft wird dafür, dass man spielt. Es ist ja kein Wunder, dass nie jemand in der Ladder ist. No, I think it's like 6 turns, but like...
Ja, aber mein MRT hatte ich das halt. Mein MRT kann auch ein Scenario sein. Ich hab, wenn man da weiß, dann macht es noch Sinn, aber auch noch einmal die Seite, die da Weißt du, wer das erste Game gewonnen hat? Bitte? Weißt du, wer das erste Game gewonnen hat? Nee. Weißt du, wer den Score? Was geht, Lenny Boy? Yeah, most of them are like the food, like that's like, yeah, like that's like,
Yeah, actually, when an American says I'm Italian, you're I never tried. Okay, you were wrong. I was Italian. Also, it's very funny to talk to you, like, all the Italians. Like, the Italians that did come over to you? But I don't know why. They weren't like which, oh, okay, you're like, probably yeah. Yeah, they're the real Italians. Yeah. Well, I mean, where I'm from was Austria. What? But like, my ballet was in Austria. Oh, really? Same for the... What? Come on. Yeah, thanks. We have freebie here for everyone. We using our community money for beer. Oh, do we do school? No, we have a school. But it sucks. I actually did go to Trent. And it was a 4-hour tour. Oh, man. CSP? What? Letter? What? I'm not leaving. Nice. Oh, that's a Samsung TV. And the pink one is the Princess TV from Disney? I don't know. I'm going to read up on it. Wow. That's a nice outfit. What? Yeah.
lass die Luft ein bisschen da. Oh, oh nein, das hat mich dann aus Versehen die Uhr gestellt. Das ist tatsächlich, ja. Großen Teil des kompletten Meldermaterials. Ah, ja, also ich glaube nicht alle, wo ich die Frage. Möchtest du einfach mal hören? Ja. Ich weiß, was ein Bruder hat, das ist mehr. Ich glaube nicht daran, dass ich extrem leicht bin, dass ich ein Reiz habe. Das war's. Ja, wir müssen dann nach 15 Minuten.
denke, also ich kann. Genau, deswegen geht aber erstmal die Bewerbung heute Abend. Ich habe mein Projekt auch mit. Der Schrank fällt und es liegt und klappt. Die Tür bleibt zu. Ich habe welche. Ich hab welche bei Heidi gekauft, die ganze Zeit. Ja, warte, da habe ich ja immer eine Platte drunter gepackt. Ja, aber ich rutsche ja nicht ab, weil erstens ist es halt so, will ich nicht so. Da rutscht man, glaube ich, echt, also die ist halt da. Thank you.
Thank you.
Thank you.
You can single it. Okay.
fucking love that. What if people
Oh, sind noch einige. Ich mach mal aus hier den Stream, den solchen, an wen solchen Raiden. Gibt es jemanden, den ihr haben möchtet zum Raid? I'm gonna raid you to the Back to Warcraft channel. It's the Warcraft 3 community, if you want to. So thanks for watching, have a nice day, and see ya next week. Bye bye. And what the brain group, what?